Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein Kreuzprodukt ausrechnen könnt, und zwar mit dem Taschenrechner. Und das geht sehr einfach. Also beginnen wir direkt. Und zwar geht ihr auf MatWCT und dann seid ihr wahrscheinlich wieder im Matrix-Menü und dann müsst ihr wieder wechseln zum Vektor-Menü und dann drückt ihr einfach auf Vektor A und dann tippt ihr die Dimension 3, 1 und dann habt ihr eure zwei Spannvektoren und dann müsst ihr sie einfach hier eingeben. So 7, 3 und 2. Dann geht ihr auf Vektor B und macht dasselbe mit dem anderen Spannvektor. Also habt ihr hier 8, 5. Und 1. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Und zwar müsst ihr nur noch auf Options drücken, MatWCT und dann geht ihr auf Cross P. Das ist sozusagen das Kreuzprodukt. Und dann drückt ihr auf Vektor wie bei den Winkel und macht wieder Alpha A, Vektor Alpha B für beide Vektoren. Dann schließt ihr die Klammer, drückt auf Enter und schon habt ihr euer normalen Vektor. Ja, so leicht ist es. Und ja, wir sind hier tatsächlich schon fertig. Und ich danke euch fürs Zusehen und vergesst nicht zu liken, kommentieren, abonnieren und folgt mir auf Instagram und Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.